Aber so soll man sich konturieren, wenn man ein rundes Gesicht hat. Und wenn das Gesicht eckig ist, soll man sich so konturieren. Diamantenform. So. Jetzt schauen wir mal, wie man sich schminken soll, wenn man eine Herzform hat. Sehr interessant. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was für eine Gesichtsform ich habe, aber ich würde mal oval sagen. Also das. Schauen wir mal, ob das am Ende gut aussehen wird. Erst Concealer. Nase. An den Nasenflügeln. Und Lippen. Da mache ich das normalerweise nie. Jetzt kommt Kontur. Einmal an der Nase. Und das hier unten verstehe ich gar nicht. Jetzt noch Highlighter. Zwischen Kontur und Concealer. Okay, ich glaube, ich habe es ganz gut getroffen. Nur noch das Ganze verblenden. Stellt euch mal vor, der Filter wäre ein richtiger Game Changer. Ich mache das fix mal fertig. Schon ist das Ganze verblendet. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, mein Gesicht sieht ganz anders aus. Ich halte es mal ganz still, damit ihr es besser sehen könnt. Irgendwie sieht mein Gesicht jetzt runder aus.